Hallo und herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 27. Juni 2024. Mein Name ist Felix Hoffmann, schön, dass Sie dabei sind. Die Zeit für den Wahlkampf war extrem knapp und am Sonntag ist es soweit. Die Franzosen wählen eine neue Nationalversammlung. Am 30. Juni findet die erste Runde statt, eine Woche später dann der zweite Wahlgang. Nach dem desaströsen Ergebnis für sein Wahlbündnis bei den Europawahlen hatte Präsident Emmanuel Macron kurzerhand die Nationalversammlung aufgelöst. Eine Entscheidung, mit der niemand so richtig gerechnet und die für viel Kritik gesorgt hat. Es ist gut möglich, dass der französische Premierminister bald Jordan Bardella heißt und vom rechtsradikalen Rassemblement National kommt. Mit Sicherheit steuert unser Nachbarland Frankreich in politisch unsichere Zeiten und das in einer Zeit, in der europäische Einigkeit nötiger wäre denn je. Ich spreche heute über die Wahlen mit meiner Kollegin Livia Gerster, die gerade mehrere Tage in der Pariser Vorstadt verbracht hat und sich mal umgehört hat, wie es den Menschen dort so geht. Unsere Frankreich-Korrespondentin Michaela Wiegel fasst uns den aktuellen Stand der Dinge zusammen und mit dem ehemaligen Europapolitiker Daniel Cohn-Bendit spreche ich über sein Heimatland Frankreich. Er hat ziemlich deutliche Worte gefunden für Macrons Blitzentscheidung. Das ist wahnsinnig. Das ist absolut Wahnsinn. Übrigens, wenn Sie noch tiefer einsteigen wollen in diesen Wahnsinn in der französischen Politik aktuell, dann hören Sie auch unbedingt mal rein in unseren aktuellen Auslandspodcast Machtprobe. Da hören Sie unter anderem von der ehemaligen Verteidigungsministerin von Frankreich, Sylvie Goulard. Bevor es losgeht, noch kurz der Hinweis, wir würden gerne von Ihnen hören für unsere Hörerfolge morgen am Freitag. Und zwar wollen wir wissen, haben Sie Angst vor einer Wiederwahl von Donald Trump? Schreiben Sie uns Ihre Meinung und Fragen gerne per Mail an podcast@faz.de oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Jetzt geht's aber los. Allons-y. Zuerst will ich sprechen mit meiner Kollegin Livia Gerster, die Sie ja auch als Moderatorin hier aus dem Podcast für Deutschland kennen. Sie war gerade im Département Seine-Saint-Denis unterwegs. Das liegt nordöstlich von Paris und dort liegen viele der berühmt-berüchtigten Banlieues und davon kann sie uns jetzt berichten. Hallo Livia. Hi Felix. Ja, erzähl doch mal, was hast du da genau gemacht und was ist das eigentlich für ein Ort, wo du da unterwegs warst? Ja, ich bin nach Paris gefahren, um eben sofort wieder aus Paris rauszufahren in diese Banlieues im Nordosten, die ja berüchtigt sind für Probleme, für Aufstände, die es dort gibt. Und ich habe mich einfach gefragt, was treibt die Menschen dort um jetzt vor den Wahlen? Wie schauen die da drauf? Ja, so ein bisschen die Frage, gibt es eigentlich noch sowas wie eine französische Gesellschaft, ja. Überzeugungen und Werte, die alle verbinden? Auch wenn ich zugebe, dass die Frage ein bisschen groß ist für eine breite Dienstreise. Aber spannend, habe ich mit Daniel Cohn-Bendit auch besprochen tatsächlich. Das hören Sie nachher noch, das Gespräch. Was hast du denn rausgefunden? Wie war die Stimmung dort und wie blicken die Menschen jetzt auf die Wahl? Naja, viele haben große Angst, denn klar ist ja, die Banlieues sind bewohnt von Menschen arabischer, afrikanischer Herkunft, die es nicht leicht haben und die sich schon jetzt, wie sie mir gesagt haben, oftmals als sowas wie Franzosen zweiter Klasse fühlen. Und natürlich fürchten, dass wenn der Rassemblement National gewinnt, dass dann dem Rassismus eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt sind, dass die Polizei noch gewalttätiger und willkürlicher in den Cités agiert. Und auch gerade Muslime, mit denen ich gesprochen habe, haben wirklich Angst, dass es ihnen an den Kragen geht und dass die Ressentiments noch größer werden. Ja, und da hast du uns auch einen Ton mitgebracht. Les premiers concernés, si le RN passe au pouvoir, c'est nous. C'est-à-dire que concrètement autour de nous. Die ersten, die von einer Machtübernahme des Rassemblement National betroffen sind, das sind wir. Wir sind umgeben von Menschen, die wirklich von ihm bedroht werden: Muslime, Immigranten, Menschen ohne Papiere. Das macht uns große Sorgen. Enfin, depuis le résultat des européennes, des cas de violence incroyables. Seit der Europawahl gab es unglaubliche Gewalttaten. Noch am Abend der Wahl ein homophober Angriff, in der Woche danach mehrere Attacken auf Moscheen. Der zunehmende Hass und der Aufstieg gewaltbereiter Gruppen ist wirklich zu spüren.
Ja, Sarah Ishou war das, eine junge arabischstämmige Frau aus Bondy. Wir haben gerade gehört, da wächst also der Hass in Frankreich. Das hat diese Frau gesagt, das ist ja schon ziemlich heftig. Gibt es denn einen Kandidaten oder eine Kandidatin, in den die Menschen dort auch ihre Hoffnung setzen? Also zu wem blicken sie denn quasi und denken sich, ja, vielleicht kann der was wuppen für uns? Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also Sarah Ishou beispielsweise setzt durchaus Hoffnung in das Linksbündnis. Mhm. Auch wenn sie und auch andere, mit denen ich da gesprochen habe, Mélenchon durchaus kritisch sehen, seine autoritären Züge kritisch sehen. Also das ist durchaus differenziert. Aber natürlich gibt es auch nicht nur die Leute wie sie, die Angst haben vor dem RN, sondern Bardella, der Kandidat des RN, hat natürlich auch sehr viele Fans in der Banlieue, kommt auch selbst aus dem Département Neuf-Trois und inszeniert sich so als ein Junge aus der Vorstadt, der die Probleme dort kennt. Zum Beispiel habe ich auch mit einem älteren französischen Ehepaar gesprochen, die seit 40 Jahren in Bobigny in einer Cité leben, und die haben mir Folgendes gesagt. S'il était porté vers ces gens-là, c'est que lui, ganz viele in ihrem Umfeld wählen ihn, finden ihn sehr sympathisch, so Typ der nette Schwiegersohn, und die das Gefühl haben, also der RN ist doch viel harmloser geworden und gar nicht mehr die radikale Partei von früher, auch wenn die beiden, mit denen ich da sprach, gesagt haben, lasst uns mal abwarten und eigentlich wollen wir das nicht ausprobieren. Ja, manche Menschen fürchten sich also vor einer Machtübernahme des RN und hoffen auf die Volksfront. Aber ja, auch in den Banlieues haben die Rechtsradikalen natürlich Unterstützer. Den Artikel gibt's diese Woche dann in der Sonntagszeitung und der lohnt sich auf jeden Fall. Danke, Livia. Genau, vielen Dank, Felix. Wie es aktuell steht im Wahlkampf um die Nationalversammlung, das bespreche ich jetzt mit unserer Frankreich-Korrespondentin Michaela Wiegel. Hallo Frau Wiegel, herzlich willkommen. Hallo. Ja, Macrons Entscheidung, die Nationalversammlung aufzulösen, die ist ja in Frankreich auf viel Unverständnis gestoßen. Hat sich denn der Schock mittlerweile ein bisschen gelegt oder kriegt Macron dafür die Quittung am Sonntag? Alle sind immer noch entgeistert, bis hin zu seinen engsten Gefolgsleuten. Sein ehemaliger Premierminister hat ja gesagt, Macron hat seine eigene Mehrheit getötet. Ja, wie war denn der Wahlkampf in den letzten 3 Wochen? Das war ja auch ein Kritikpunkt, dass die Parteien nur so wenig Zeit haben, sich auf diese Wahl vorzubereiten. Haben die das hinbekommen? Wie ist das so abgelaufen? Also Vorbereitung gab es in der Tat nicht. Das merkt man auch, wenn man zu Debatten geht, dass viele eigentlich schwimmen, wenn es um das Programm geht. Es geht bis dahin, dass bei einigen die Wahlplakate nicht rechtzeitig fertig geworden sind, weil einfach es auch materiell zu schwierig war, innerhalb von 10 Tagen ja, Wahlplakate zu drucken. Ja, und die große Frage, die war ja, in welcher Formation sich die Parteien zusammenfinden, auch um gemeinsame Listen aufzustellen, wer Mehrheiten organisieren kann. Wie sind denn aktuell die verschiedenen Camps? Wer hat sich zusammengefunden? Wer sind die wichtigen Akteure, die auch eine Chance auf den Sieg haben? Also die größte Chance auf Sieg hat definitiv das Rassemblement National von Marine Le Pen. Es hat leichte Unterstützung bekommen von der konservativen Schwesterpartei von CDU/CSU, den Republikanern. Da hat sich ein Teil und insbesondere der Vorsitzende angeschlossen. Und die Linke, die sonst immer sehr zerstritten ist und auch weiterhin große Differenzen hat, hat sich ebenfalls zusammengeschlossen in die sogenannte Neue Volksfront, sodass die Partei Macrons ziemlich allein dasteht und jetzt in einer sehr unbequemen Sandwich-Position ist. Also muss man vielleicht als Zwischenfazit festhalten, dass Macron sich da ein bisschen ins eigene Knie geschossen hat? Absolut, absolut. So sieht es aus. Ja. Wie sieht es denn aus, jetzt wenn am Sonntag gewählt wird? Was sagen aktuell die Umfragen? Die Umfragen sehen eine starke Dynamik fürs Rassemblement National, das bei 36% liegt. Der linke Parteienzusammenschluss, also das muss man sich so als Rot-Rot-Grün vorstellen, als wenn jetzt Grüne und Sozialdemokraten mit der Linkspartei ein Bündnis wählen würden. Die liegen bei etwas über 24% und abgeschlagen zurück hinkt die Präsidentenpartei, die unter dem merkwürdigen Begriff Zusammenantritt, aber die eigentlich wenig zusammenhält zurzeit, und sie liegen bei 20%. Ja, das ist also, oder zeichnet sich also eine ganz schöne Niederlage ab für Macron. Der hat ja gerade in einem Podcast tatsächlich vor einem Bürgerkrieg gewarnt. Ziemlich drastische Worte also, wenn die extreme Linke oder die extreme Rechte gewinnen. Wir hören da mal ganz kurz rein. Wenn man ihre Argumentation bis zum Ende denkt, explodiert das Land oder es kommt zum Bürgerkrieg. Und genau das ist mein großes Problem mit den Extremen und ihren Anhängern.
Und darauf möchte ich auch die Menschen aufmerksam machen. Warum wenden sich viele unserer Mitbürger den Extremen zu? Weil sie wütend sind oder Sorgen haben, auf die keine Antwort gegeben wird. Es gibt viele Menschen, die für die extreme Rechte stimmen, weil es eine alltägliche Unsicherheit gibt, weil es Einwanderung gibt, die als unkontrolliert wahrgenommen wird. Und sie sagen sich, wir haben die Extremen noch nicht probiert. Jetzt sind sie seit 7 Jahren da, dann lasst sie uns doch mal ausprobieren. Dazu möchte ich sagen, die Botschaft ist angekommen. Ich denke, wir müssen viel schneller und viel entschlossener gegen diese gefühlte Unsicherheit vorgehen. Das ist klar. Ja, also eine Warnung vor dem Bürgerkrieg, das ist ja ziemlich drastisch. Glaubt er das wirklich oder spricht da so ein bisschen die Verzweiflung aus dem Präsidenten? Ja, ich glaube, er hat inzwischen gemerkt, dass es eine absolute Fehlentscheidung war, das Parlament so kurzfristig aufzulösen und auch seinen eigenen Leuten überhaupt keine Zeit zu geben, sich darauf vorzubereiten. Und diese Dramatisierung ist jetzt leider typisches Macron-Register-Repertoire und wird, glaube ich, eher dazu führen, dass die Leute erst recht sich sagen, wir zeigen Macron, dass wir Rassemblement National wählen können und es keinen Bürgerkrieg gibt. Ja, vielleicht noch eine ganz kurze Frage zum Abschluss. Sie berichten ja schon seit 26 Jahren, ich habe nachgeguckt, seit 26 Jahren aus Frankreich für die FAZ. Wie schätzen Sie die Lage ein? Also am 7. Juli kommt ja die zweite Runde der Wahl. Wo steuert Frankreich hin, wenn ich mal so ganz allgemein fragen darf? Also es ist natürlich immer schwierig, so kurz vor einem ersten Wahlgang eine genaue Prognose zu wagen, aber die Stimmung, die Dynamik sieht ganz danach aus, dass zum ersten Mal ja seit Kriegsende eine rechtsextreme Partei die Regierung stellen wird. Und das Rassemblement National von Marine Le Pen hat vollkommen ihren Schrecken verloren und ist für viele Leute jetzt eine glaubwürdige Alternative, sowohl zur bürgerlichen Mitte, für die Macron steht, als auch zum linken Parteienbündnis. Und ich fürchte, wir steuern darauf hin. Ja, da brechen also neue Zeiten an in Frankreich. Wer da auf dem Laufenden bleiben will, dem sei Faznet oder unsere Zeitung empfohlen. Da lohnt sich übrigens auch immer ein F-Plus-Abo. Dann können Sie alle Artikel von Frau Wiegel aus Paris lesen. Und Sie würden auch diesen Podcast mit unterstützen. Da würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Danke auf jeden Fall, Frau Wiegel, und bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, also unruhige Zeiten, auf die Frankreich dazu steuert, das macht auch meinem nächsten Gesprächspartner Sorgen, dem langjährigen Europaabgeordneten Daniel Cohn-Bendit. 1968 war er eine wichtige Stimme der Studentenbewegung in Paris und von 1994 bis 2014 saß er dann für die deutschen und französischen Grünen im Europäischen Parlament. Ein Europäer also, wie er im Buche steht. Herzlich willkommen, Herr Cohn-Bendit, schön, dass Sie dabei sind. Guten Tag. Ja, Herr Cohn-Bendit, der französische Nationalspieler Mbappé, der hat in einer Pressekonferenz gesagt, er hoffe, dass seine Mannschaft nach den Wahlen in Frankreich noch stolz sein könne, das blaue Nationaltrikot zu tragen. Erkennen Sie denn Ihr Heimatland in diesen Tagen noch wieder? Nein, oder sagen wir, ich erkenne, wie sich Frankreich heute zeigt, also die französische Gesellschaft, ist das Ergebnis einer längeren Entwicklung. Also es ist nicht plötzlich so geworden, aber Sie haben recht. Bei der nächsten Wahl, bei diesem Wahnsinnsentscheidung von Staatspräsident Macron, die Nationalversammlung so aufzulösen, ist eine reelle Gefahr aufgrund des Mehrheitswahlrechts in Frankreich, dass die Rassemblement National, die Partei von Marine Le Pen, die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament gewinnen kann. Ja, Sie sagen es war ja, diese Auflösung der Nationalversammlung kam plötzlich und wirkt ja von außen betrachtet wie eine sehr große Wette von Macron. Er muss ja gewusst haben, was Sie gerade beschrieben haben, dass genau diese Gefahr besteht. Ist er denn mit dieser Entscheidung, die Nationalversammlung aufzulösen, ist er mit dieser Entscheidung seiner Verantwortung als Präsident der Republik gerecht geworden? Nein, ist er nicht. Ist er nicht, und man spielt nicht Poker mit einer Gesellschaft. Man spielt nicht Poker mit einem Land, umso mehr, dass er gar nicht Poker spielt. Weil beim Pokern wissen sie nicht, was der andere in der Hand hat. Wir wissen alles, was alle in der Hand haben. Die einen nichts, die anderen viel. Ja, dann ist es kein Spiel, sondern es ist eine egomanische Entscheidung mit der egomanischen Vorstellung, die Franzosen werden aufwachen und sagen, oh nee, das wollen wir nicht, und gehen alle zurück zur Partei von Macron. Ja. Das ist
eine Wahnvorstellung und hat mit der Realität nichts zu tun. Ja, aber ich frage mich, ob er nicht auch ein bisschen einen Punkt hat, denn die Rechtsradikalen, die sind so stark wie nie, Sie haben es gesagt, das Bündnis um Macrons Spitzenkandidaten hat ein gutes Drittel der Stimmen verloren im Vergleich zur Europawahl 2019. Ist es da nicht auch irgendwo ja, eine Frage der Demokratie, dass es an der Zeit ist, die Wähler nochmal an die Urne zu bitten? Ja, dann muss man sowas vorbereiten. Dann muss man es vorbereiten. Man kann nicht in einer einsamen Entscheidung eine Entscheidung so treffen, dass es jetzt eine Wahl gibt, erster Wahlgang 30. Juni, zweiter Wahlgang 7. Juli. Die Nationalversammlung trifft sich neu am 18. Juli, einen Tag vor den Olympischen Spielen. Ja, das kommt dazu. Ja. Das ist wahnsinnig. Das ist absolut wahnsinnig. Sie könnten, und das haben ehemalige Berater von Macron, hatten ihm vorgeschlagen. Ja, wir sehen eins, es kann nicht so weitergehen. Er hätte ernennen können zum Beispiel 3 ehemalige Premierminister. Die Premierministerin von ihm, Frau Born, ein ehemaliger Premierminister von Chirac Raffarin und ein ehemaliger sozialistischer Premierminister Cazeneuve. Und er hätte gesagt, ihr 3 eruiert bis Anfang September, wie man eine Mehrheit erweitern kann. Und das gibt er bekannt am Abend. Es kann nicht so weitergehen. Dann macht er und eine Mehrheit in der Nationalversammlung hätte er gehabt, eine Reform des Wahlrechts, ja. Verhältniswahlrecht in Frankreich einzuführen. Weil was gefährlich ist in Frankreich, ist, wenn die Rassemblement National aufgrund des Mehrheitswahlrechts mit 34-35% die absolute Mehrheit der Sitze erhält, ist es eine permanente Opposition zwischen der Mehrheit in der Gesellschaft, die keine absolute Mehrheit von dem Rechtsradikalen oder von den Rechtsnationalisten, nennen wir sie, wie sie wollen. Und deswegen spaltet er längerfristig noch mehr die französische Gesellschaft. Ja. Macron, der hat ja viele unpopuläre Entscheidungen getroffen. Er ist unbeliebt, muss man sagen, in Frankreich. Nur noch 24% der Franzosen haben laut einer aktuellen Umfrage Vertrauen in ihn. Wie viel von diesem schlechten Wahlergebnis bei der Europawahl war auch einfach Protest gegen die Person Macron und auch gegen seinen Politikstil, der ja manchmal so ein bisschen als ja, monarchistisch wahrgenommen wird? Also, Sie müssen mal sehen, alle Staatspräsidenten, seit nach Mitterrand und Mitterrand eine Zeit lang auch, alle hatten, nachdem sie 4-5 Jahre regiert haben, hatten genau die gleichen schlechten Werten. Es ist ein Fehler in der französischen Verfassung. Diese Staatspräsidenten, die dann mit einer unglaublichen Macht ausgestattet werden in Frankreich, die man isoliert sich im Élysée. Sie werden alle auf ihre Art zu einsamen Entscheider. Und das bringt sie im Widerspruch zur Mehrheit der Gesellschaft, egal was sie entscheiden. Die französischen Staatspräsidenten werden nach einigen Jahren zu Buhmännern der Nation. Und das hat auch was mit ihrem Handeln zu tun. Ja, der hat in Frankreich Entscheidungen getroffen, zum Beispiel das Rentenalter nach oben zu versetzen und so weiter. Aber die Art, wie er politisch etwas durchsetzt, die muss man kritisieren. Ich habe ihn ja lange unterstützt, ja, ich will es ja gar nicht leugnen, aber er hat sich dann immer selbst isoliert. Der hat keine Bündnispartner gesucht, um Reformen durchzuführen. Und, muss man sagen, die anderen wollten auch nicht Bündnispartner sein. Also es gibt in Frankreich eine gefährliche kulturelle Eigenschaft, nämlich, dass man der Meinung ist, wenn man Kompromisse schließt, dann kompromittiert man sich. Und das ist gefährlich, weil dann kommt man zu solchen Situationen, wie wir sie heute haben. Ja, aber lassen Sie uns mal von der anderen Seite auf das Wahlergebnis blicken. Man könnte ja auch positiv formulieren, 2/3 der Franzosen haben ihr Kreuz nicht beim Rassemblement National gemacht, sondern bei anderen Parteien. Ich frage mich, ob diese Französinnen und Franzosen irgendetwas verbindet, was mehr ist als die Ablehnung des Rassemblement National. Also gibt es aktuell ein mehrheitsfähiges politisches Narrativ in Frankreich, eine Vorstellung, eine gemeinsame Vorstellung der Gesellschaft, das nicht vom rechten Rand kommt? Leider nicht.
Leider nicht. Und ist das nicht das große Problem? Ja. Das ist das große Problem. Wissen Sie, Macron hatte nach seiner Wiederwahl, gab es wieder eine Parlamentswahl und er hat die absolute Mehrheit verfehlt. Seitdem bekämpfen alle von rechts die Linken und die Mitte, die ehemalige Sarkozy-Partei, bekämpfen alle Macron und wollen nicht mit ihm koalieren, in der Hoffnung, sie werden nach dem Scheitern von Macron, werden sie zur Alternative. Und die Linken in aller Schattierung, also diese Mélenchon-Partei, das ist, wenn Sie wollen, Bündnis Wagenknecht oder irgend sowas, ja, die Sozialisten, die Republikaner, die Partei von Sarkozy, ehemalige, und die Front National, die anderen haben nicht gemerkt, die einzigen, die davon profitieren, sind die Rechtsnationalisten. Ja, und deswegen ist jetzt die Aufgabe vor der nächsten Wahl, ist zu verhindern, eine absolute Mehrheit der Rechtsnationalisten und gleichzeitig aber einen neuen Prozess, wo sich die Parteien neu orientieren müssen, damit sie koalitionsfähig werden, die anderen Parteien. Ja, und das ist natürlich eine riesige Aufgabe. Die französische Linke, die hat sich ja unter dem Druck der Neuwahlen zusammengeschlossen in der Front Populaire, der neuen Volksfront. Hat dieses Bündnis nach all den Streitereien in der politischen Linken langfristige Überlebenschancen? Was meinen Sie? Nein, das ist ein Wahlkartell. Das ist ein Wahlkartell zur Verhinderung einer absoluten Mehrheit der anderen. Aber das ist nicht mehr. Wissen Sie, es gibt einen Teil, die Partei von Mélenchon, La France Insoumise, die haben mit, man kann sagen, antisemitischen Untertönen haben sie reagiert nach dem 7. Oktober. Und die Hamas als Befreiungsbewegung gedeutet. Und natürlich ist mit so einer Partei kein Staat zu machen. Das heißt, im Grunde die Reformisten, ob sie Sozialdemokraten sind, also Sozialisten oder Grüne oder andere, die müssen sich von dieser links-nationalbolschewistischen, ich nenne sie mal so, La France Insoumise ist eine nationalbolschewistische Partei. Die werden geführt von einem Clan, so wie eben solche Parteien geführt werden. Und die müssen sich davon loslösen. Es muss eine neue Koalition Mitte-Links, Mitte aufgebaut werden. Und das dauert. Ja, es wurde ja viel spekuliert, dass Macron vielleicht auch damit rechnet, dann einen Premierminister Barella vom Rassemblement National neben sich zu haben, eine sogenannte Cohabitation, und dass er darauf spekuliert, dass der RN sich dadurch so ein bisschen selbst entzaubert. Halten Sie das denn für ein realistisches Szenario? Wissen Sie, Politik darf nicht nur Spekulation sein. Sie haben ja dreimal spekuliert gesagt. Ich kann alles spekulieren. Ich kann spekulieren, dass Barella beim Skifahren dieses Bein bricht. Ich kann spekulieren, das ist doch unsinnig. Wissen Sie, es gibt russisches Roulette. Russisches Roulette ist die eine Kugel nur. Ja. Ja. Mhm. Und es gibt belgisches Roulette. Kennen Sie belgisches Roulette? Das kenne ich nicht tatsächlich. Ich bin gespannt. Das sind 6 Kugeln. Ja, schlechte Chancen. Sie haben gar keine. Ja. 6 Kugeln haben Sie gar keine. So, und er spielt belgisches Roulette. Und das geht nicht. Noch einmal, ja, man kann auflösen. Ja, man muss diesen Prozess, wo Marine Le Pen immer gewinnt, musste man politisch unterbrechen. Aber so etwas, ich wiederhole mich, ich bin ein bisschen gaga, ja, das muss man vorbereiten, das muss man organisieren. Die Kräfte müssen die Möglichkeit haben, eine Alternative zu entwickeln. Und dies ist verunmöglicht worden mit dieser Entscheidung. Noch einmal, kurz vor den Olympischen Spielen in Frankreich, mit allen Sicherheitsproblemen, die Frankreich natürlich hat bei der Organisation solcher Spiele. Ja. Verstehen Sie? Das ist doch, und also eine wackelige Regierung, vielleicht eine absolute Mehrheit von Marine Le Pen, das heißt Demonstrationen auf der Straße während der Olympischen Spiele. Ich glaube, ich spinne. Ja. Die Franzosen, die wurden ja schon sehr oft an die Urne gerufen, um ja eine Regierung der Rechtsextremen zu verhindern. Ich frage mich, ob sich dieses Argument, dieser Ruf mittlerweile so ein bisschen abgenutzt hat. Was meinen Sie? Bei mir nicht. Also bei mir hat es nicht abgenutzt.
Eine absolute Mehrheit der Rechtsextremen bedeutet, dass Frankreich schlittert in nicht im Nationalsozialismus, sondern schlittert in eine illiberale Demokratie. Modell ist die PiS, die Modell PiS in Polen, was gerade abgewählt wurde. Modell ist Orban. Ja. So, und das ist die Gefahr, weil es ist das, was dann kommt, ist eine langsame Demontierung der ganzen europäischen Struktur. Das ist Frexit, aber nicht, indem man sagt, wir gehen raus, aber alle Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit diese Europäische Union zusammenhält, diese Bedingungen werden wir langsam aber sicher im Grunde genommen zurücknehmen. Und das muss man sich überlegen, was das bedeutet. Also vielleicht können wir das mal konkret machen. Also der Rassemblement National und auch die Partei Reconquête wollen ja den Einfluss Europas zurückdrängen. Sie schimpfen auch immer wieder gegen Deutschland. Das war ja auch Teil des Wahlkampfs immer wieder. Was wäre denn aus deutscher und europäischer Sicht von einem Frankreich mit Premierminister des Rassemblement National zu erwarten? Die Deutschen wollen Europa, aber es muss ein deutsches Europa sein. Die Franzosen wollen Europa, es muss ein französisches Europa sein. So, und wenn ein Premierminister Bardella in Frankreich im Grunde genommen die Macht hat, oder einen Teil der Macht, der muss sich noch immer noch teilen mit Macron, ja, dann wird die Reaktion in Deutschland, wir wollen ein noch stärkeres deutsches Europa. Und sowas funktioniert auch nicht ganz. Also das ist die Gefahr. Die Gefahr ist, dass sich aufgrund der Schwierigkeiten jetzt in Brüssel die einzelnen Gesellschaften und Staaten sich immer mehr zurückziehen auf eine nationale Position. Jetzt ist es ja so, Sie haben viel gesprochen auch über die Spaltung in der französischen Gesellschaft und die Franzosen, die streiken und protestieren ja gerne. Sie haben es selbst miterlebt natürlich. Ich habe es auch erlebt. Ich habe in Frankreich studiert, damals während der Gelbwesten-Proteste. Es war sehr beeindruckend, muss man sagen. Ist angesichts der tiefen Spaltung in Frankreich damit zu rechnen, dass es wieder zu solchen Generalstreiks oder eben zu Massenprotesten kommt, wie damals bei den Gelbwesten? Ja, die werden inhaltlich anders gelegen sein, aber ja. Wenn eine Partei, also Rassemblement National mit 34-35% der Stimmen, eine absolute Mehrheit der Sitze in der Nationalversammlung haben, wird die Straße zur radikalen Opposition. Mit welchen Folgen? Tja, das weiß ich nicht. Die Folgen ist ein instabiles Frankreich. Es wird keine revolutionäre Machtübernahme geben. Es wird aber ein instabiles Frankreich gehen. Und angesichts der geopolitischen Herausforderungen, die wir haben, also wir leben nicht im luftleeren Raum. Wir haben eine Verschärfung der Klimakrise. Kann man jeden Tag heute erleben. Überall, in Europa, in der Welt und so weiter. Wir haben eine Verschärfung des Krieges in der Ukraine, also des Angriffskriegs der Russen gegen die Ukraine. Wir haben eine Verschärfung der Krise Israel-Palästina. Und angesichts dieser Situation ein instabiles Europa sich vorzustellen, das übersteigt meine Fantasiemöglichkeiten. Ja, das bringt mich zu meiner letzten Frage eigentlich, denn Sie sagen es ja ganz richtig, zu rechnen ist so oder so auf jeden Fall mit mehr politischer Instabilität in Frankreich, gerade wie Sie es ja beschrieben haben, in einer Zeit, in der wir vor großen Herausforderungen stehen. Gibt es denn auch etwas, was Ihnen Hoffnung macht, dass Europa trotz dieser Instabilität ja in einem der wichtigsten europäischen Länder noch Antworten auf diese Herausforderungen finden kann? Was gibt Ihnen Hoffnung? Ich glaube, dass die Struktur, die wir in Europa aufgebaut haben, die ist widerstandsfähig. Das hat man mit Polen und das hat man mit Ungarn gesehen oder sieht man. Und meine Hoffnung ist, dass diese Struktur im Grunde genommen reglementiert wird. Ein bisschen sieht man das auch bei Italien und Frau Meloni. Also innenpolitisch macht sie katastrophale Dinge, die man gar nicht nachvollziehen kann, auch gegenüber öffentlich-rechtlichen Medien, eine Familienpolitik, die 200 Jahre zurückliegt und so weiter und so weiter. Aber was Europa angeht und was der Krieg in der Ukraine angeht, hat sie ja 180 Grad sich gewendet. Ja? Und das ist aufgrund der disziplinierenden Struktur der Europäischen Union. Und das macht mir Hoffnung. Alles klar. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Cohn-Bendit, für Ihre Zeit.
Bitte sehr, machen Sie es gut. Tschüss. Das war's für heute mit dem Podcast für Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen beschäftigen wir uns hier mit der ersten TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden. Die findet heute Nacht unserer Zeit statt und wir widmen uns Ihren Fragen, Meinungen und Anmerkungen zu dem Thema. Ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank an Kathi Schneider, Michael Götz und Andreas Krobock für die Mitarbeit heute und danke Ihnen fürs Einschalten. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.